Herzlich willkommen, Mittermeier Live. Wir wollen heute zusammen lachen, oder? Ja. Jawohl. Weil das Lachen unterscheidet uns auch von den Terroristen. Der ISIS-Sepp, verstehst du? Tja, es gibt kein Lachen im Kalifat statt. Tolles Thema gleich am Anfang, weißt du? Was ist noch weiter unten wie das deutsche Vorrundenausscheiden bei der Fußball-WM Kalifatstadt? Weiter runter kann man immer gehen. Nein, es gibt kein Lachen im Kalifatstadt. Da kommen keine fröhlichen Menschen aus dem Kino so, hey, der neue Baywatch-Film, der war so lustig. Gut, bei uns auch nicht, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber wir müssen lachen, verstehst du? Sonst, mir geht's oft so, ich fühle mich überfordert gut, wenn man lachen kann. So im Alltag gibt's so Sachen. Pass auf, ich musste letztes Mal ein Öl kaufen. Öl für Salat. Dachte ich, wo ist das Problem? Dann stehst du im Supermarkt. Öl. Hunderte Öl. Öl, 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 Öl. Ölfelder, weißt du, es ist wirklich Öl, Rapsöl, Sesamöl, Leinöl, Kürbiskernöl, all Öl, Öl. Und in verschiedenen Editions, was nehme ich jetzt? Nehme ich jetzt das Nativ, nehme ich raffiniert oder nehme ich kaltgepresst von einer polischen Jungfrau zwischen ihren unschuldigen Schenkeln? Öl. Zu meiner Zeit früher im Supermarkt, da gab es ein Öl, ein Öl. Es hat mir einen Salat gekippt und ins Mofa. Ein Öl. Da stand Livio drauf, was immer das auch war, oder? Ja. Ein Öl. Livio, wer auch immer das war, ne? Die Tante von Maggi. Und pass auf. Maggi, gab's nur ein Maggi. Es gibt nicht verschiedene Maggis in der Tisch. Es gibt ein Maggi, verstehst du, oder? Und im Maggi, da ist alles drin, was einen Menschen töten und abhärten kann. E527, Glyphosat, Extra Glutamatpulver, Glutinkonzentrat. Ich glaube, mit Maggi kann man Veganer töten, wenn du sie bespritzt. Also, man muss lachen, wenn man sich überfordert fühlt. Pass auf, es gibt ja Dinge im Moment, wo man sich denkt, wirklich, really? Es gibt mittlerweile mehr Handyläden als Matratzengeschäfte. Das heißt, es gibt mehr Menschen, die telefonieren wollen, als Menschen, die schlafen wollen. Und ich musste letztes Mal ein Handy laden, Display kaputt. Geh rein, sag, ja, Display austauschen, kein Problem. Bestelle ich, so zwei Tagen, kommst du wieder. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich noch ein Problem habe oder so, gib mir doch eine Telefonnummer, dann rufe ich dann nochmal an, wenn ich eine Frage habe. Nein, wir haben keine Nummer. Was? Aber ihr seid ein Telefonladen. Ja. Yep. Ihr habt keine Nummer. Nein. Dann rufe ich auf dem Handy an. Nein, geht auch nicht. Ein Telefonladen ohne Telefonnummer. Das ist so wie ein Hallenbad ohne Wasser. Da gehst du an die Kasse so, wir wollen schwimmen. Ja, kein Problem, funktioniert alles. Wir haben Rutsche, 3-Meter-Brett, ist halt nur kein Wasser drin. Wahrscheinlich eine Frage der Perspektive. Bei mir ist es so, immer wenn ich eine neue Perspektive brauche, dann fahre ich nach Österreich. Das tut gut. Pass auf, ich gebe ein Beispiel. Hier in Deutschland, die Linken sind alle überfordert. Oh mein Gott, die AfD, wir haben die Rechten im Parlament. Oh, 12,6% AfD. Ich habe vor ein paar Wochen in Österreich gespielt, komme da an, reflexartig, ich so zum Veranstalter, und du hast es gehört bei uns, 12,6% AfD. Und er so, 12,6%, das wäre bei uns ein Linksruck. Wow. Die Österreicher haben wieder Angst vor uns Deutschen. Hast du mitgekriegt? Seit unserer letzten Bundestagswahl, weil am Wahlabend Alexander Gauland, der Chef der AfD, Folgendes gesagt hat, ich zitiere, wir werden uns, unser Land und unser Volk wieder zurückholen. Die ganzen Österreicher, scheiße, nicht schon wieder, ich wollte nicht schon wieder. Ich wollte nicht. Aber gut. Verschiedene Perspektiven. Weißt du, die Rechten sagen oft, ja, wir nehmen die Abgehängten ernst. Ich meine, das ist ein Satz, der in China eine völlig andere Bedeutung hat. Nein, weißt du, aber ich fühle mich manchmal auch abgehängt von meinem Gehirn, weil das Gehirn nicht verarbeiten kann, was es sieht, weil es das nicht kennt.
Pass auf. Ich bin im Sommer, saß ich im Biergarten. Und ich hatte ein gelbes T-Shirt an. Wichtige Information für den Verlauf der Geschichte. Gelbes T-Shirt. Ich sitze im Biergarten, gelbes T-Shirt. Bitte merken. So. Ich sitze so da, kommt ein dickes Kind auf mich zu. Rap, rap, rap. Nein, es hat nicht so gemacht. Ich kann es nur nicht anders darstellen. So. Weißt du, das war so ein dickes Kind, wo man sich denkt, du hast den Felgaufschwung im Sportunterricht nie geschafft. Ja, komm. In jeder Klasse war ein Norbert, der nicht hochkam, oder? So war es. So. Dieses dicke Kind stand vor mir so völlig fertig schwitzend. Schaut auf sein Handy. Schaut auf mich. Bist du ein Pokémon? Ich bin mir nicht sicher, ob Gott das im Sinn hatte, als er damals die Evolution erschaffen hat. Ich meine, Pokémon Go, das war eine Game-Revolution. Das war die erste Augmented Reality, die begann, verstehst du? Nostalgische Pokémons und dann Hot Cyber-Shit. Und es ist ja so, das kam wie so ein Tsunami gamemäßig auf die Welt zu, zog sich wieder zurück und es schwappt gerade wieder hoch. In Russland wurde vor kurzem ein junger Mann verhaftet, weil er in einer Kirche Pokémon Go gespielt hat. Das ist nicht lustig, den drohen jetzt 3 Jahre Lagerhaft. Ich bin aus Bayern, was soll die Weicheistrafe? Ans Kreuz, die Sau! Schön, hier wird geklatscht. pass auf. Wer hat schon mal Pokémon Go gespielt? Schon einige. So. Damit auch ein paar Weise dies bestätigen können. Also man kriegt ein Smartphone-Alert, so ein Pokémon-Alert, ne? Aufs Handy so. Der Pokémon-Schorsch ist im Stadtpark. Und da muss ich jetzt hin. Und da muss man den fangen in einer bestimmten Zeitspanne. Ne? Also, dieses dicke Kind läuft los. Hat natürlich vergessen, dass es sich noch nie mehr als 50 Meter im Trab fortbewegt hat. Nach 250 Metern ist Schluss. Aus. Natürliche Auslese schon sehr früh. Nein, nein. Das ist der Sinn all dieser Spiele. Auslese. Fangen, sammeln, weg damit. Das ist wie in der Türkei. Ne? Ja, da laufen die. Ah, hier. Gehen wir weg. Gelbes T-Shirt weg. Sind Türken hier heute Abend? Boah, auch schon gesäubert hier. Hey, was geht? Früher haben sich bei mir immer so viele Türken gemeldet, aber seitdem der Erdogan Pokémon Go spielt, da ist es. Ja. Und es sind nicht nur in der Türkei Türken verschwunden, es sind auch in Deutschland Türken verschwunden, nach dem Putsch. Ich erinnere mich noch, es war ein paar Wochen danach, stand mit meinem Kumpel Sven, Favorite Döner stand, und da sage ich so, du Sven, aber der Dönerverkäufer, der sieht gar nicht mehr türkisch aus. Ja, das ist jetzt ein Sachse. Hat der türkische Geheimdienst den ausgetauscht durch einen Sachsen wegen dem Dialekt, damit es nicht auffällt? Dürüm Döner. Okay, das ist clever. Sehr clever. Sehr clever. Und Erdogan ist voll im Trend, oder? So als Staatsführer, gerade in der Weltpolitik, das ist der Trend. Autoritäre Staatsleader, die ihren Sack aufblasen. Erdogan, Trump, Putin, Kim Jong-un, gut, der nicht, der trägt seinen Sack am Hals. Ja, komm. Immer wenn man nicht wissen würde, was Kim Jong-un beruflich macht, man würde den sympathisch finden, oder? Weil der immer lacht. Erst dachte ich, Florian Silbereisen in Uniform, nein? Kim Jong-un. Kim Jong-un. Ja, muss ich aufpassen, das sind da wieder alternative Fakten, weißt du? Ja. Alternative Fakten. Übrigens, das ist das Unwort des Jahres 2017 gewesen, ist immer noch gültig. Alternative Fakten, das Unwort. Alternative Fakten, das Unwort. Sag mal, ich will nicht kleinlich sein, aber das sind zwei Worte.
alternative Fakten. Und kommt mir jetzt nicht klugscheißermäßig, wie letztes Mal eine in Würzburg so, ja, da machst du einen Hashtag davor, dann kannst du es zusammenschreiben. Fuck you. Alternative Fakten, Fake News, Lügenpresse. Warum nicht Lügenfernsehen? Im Fernsehen wird nur gelogen. Auch ich lüge im Fernsehen. Wir alle lügen im Fernsehen. Im Fernsehen alles. Jede Sendung geht da, pass auf, einfache Sendung, Frauentausch. Schon der Titel ist gelogen. Da siehst du dann immer zwei Frauen, für die du nicht mal einen Kasten Bier eintauschen würdest. Entschuldigung, bitte. Okay. Wenn man überhaupt sieht, dass es zwei Frauen sind. Hey, komm mal. Hey, bitte. Eine von den zwei ist immer so ein Tier, voll assi, oben keine Zähne. Ist praktisch zum Bierflaschen öffnen. Einige Frauen sehen mich komisch an. Nein, das war jetzt ein Pro-Frauen-Gag. Das war eine. Ja, diese Pointe sollte symbolisieren, dass auch Frauen in manchen Tätigkeiten dieselben Fähigkeiten haben wie Männer. Nämlich keine. Gleiches Recht für alle. Hat nicht funktioniert. Ich bin so schlecht im Gendern. Ich bin, weiß es, ich kann nicht gendern. Ich, weißt du, ich fühle mich manchmal überfordert. Pass auf. Ich habe am 6. Januar etwas gesehen, was ich so noch nie gesehen hatte. 6. Januar, ihr wisst, was da jedes Jahr ist. Heilig Drei König, Weltkiffertag, genau. Und ich liebe das. Ich meine, wir in Bayern, wir feiern das wirklich groß, weißt du? Die kommen da mit bunten Gewändern und dann schwenken die ihren Weihrauch und du machst mit. Wunderbar, so. Aber ich liebe die Heiligen Drei Könige, weißt du, für mich, ich, pass auf. Und ich habe mich heuer, ich habe mich so gefreut. Oh, ich freue mich schon, wenn sie kommen. Es hat geläutet, ich sehe bunte Gewänder, bin runter, öffne die Türe und... Vor mir standen die vier heiligen drei Königinnen. Ihr habt richtig gehört. Es waren vier Frauen als heilige drei Könige verkleidet. Vier. Vier. Ey, nichts gegen Frauenquote, aber das war eine mehr als gefordert. Und ich war überfordert. Wie begrüßt du dir denn? Hallo, edle Königsmätressen. Was sagst du da? Und die haben mir Sprüchlein aufgesagt. Wir sind die heiligen drei Könige. Sag ich, nein, das seid ihr nicht. Habt ihr schon mal durchgezählt? 1, 2, 3, 4. Wer ist denn die vierte überhaupt? Ehefrau Gespielin, Weihrauchdealerin, wer ist es? Wir sind die heiligen drei Könige. Nein, das seid ihr nicht, ihr habt Brüste. Nichts dagegen, aber ja, wir machen es heuer zum ersten Mal. Schaut's, pass auf, ich helfe euch. Da machen wir es noch nach gutem alten bayerischen Brauch. Ja, habe ich ihnen erklärt. Nach gutem alten bayerischen Brauch. Da trinken die heiligen drei bis vier Könige. Zusammen mit dem Hausherrn einen Schnaps auf das Wohl des Hauses. Für jeden König einen, auch die Phantomkönigin, ich habe sie nicht bestellt. Und dann habe ich für jeden von uns vier doppelte Obstler eingeschenkt. Okay, auch ich bin stinkbesoffen nach vier doppelten Obstler. Aber für mich war es egal, ich war bei mir zu Hause, ich konnte mich nachher in den Hausflur legen. Aber die vier waren noch im Auftrag des Herrn unterwegs. Das waren die glücklichsten heiligen 3.1 Königinnen, die jemals losgezogen sind. Ich habe noch nachgerufen. Immer dem Stern hinterher. Immer. Immer dem Stern hinterher. Nein, das ist keine gute Idee, wenn man auf der Straße ein Mercedes vorbeifährt. Weißt du, und ich stand so da und dachte mir, wenn die jetzt immer weitergehen, wenn die immer weitergehen, dann kommen die irgendwann auf der Balkanroute in die entgegengesetzte Richtung. Weißt du, denen kommen die ganzen Flüchtlinge entgegen, verwirrt so. Oh Scheiße, in Deutschland werden jetzt schon Könige abgewiesen. Bräuche ändern sich. Silvester, ich meine, weißt du, Silvester... ist ja mittlerweile so extrem geworden. Du weißt gar nicht mehr, sind das noch Raketen der Freude oder wird schon wieder gezielt? Ich meine, du bist... Bitte, komm. In meiner Kindheit, ich kann mich noch erinnern, ich war so, da kam mein Papa nach Hause. Da kam mein Papa nach Hause und hat gesagt, Mei, heuer
Heuer mache ich das größte Feuerwerk, was dieser Ort je gesehen hat. Das größte Feuerwerk aller Zeiten werde ich machen. Und dann hat er 3 Raketen rausgezogen. So, heute kommt der Papa nach Hause mit einer 10-Kilo-Kiste Sprengstoff. Schaut aus wie so eine Party-Stalin-Orgel. Ich brauche keine Bedienungsanleitung, das habe ich in Polen gekauft. Das brennt auch so. Und es haben sich letztes Jahr an Silvester nur 2 selbst in die Luft gejagt und waren tot, waren nur 2. Und da sind mal alternative Fakten in Zeiten von Terrorismus. In der Silvesternacht haben sich 2 Männer selbst in die Luft gesprengt. Obwohl das Motiv immer noch unklar ist, kann ein islamistischer Hintergrund ausgeschlossen werden, weil Augenzeugen danach von einem bunten Glitzerregen berichteten. Und es ist, weißt du, was Wahnsinn ist? Experten empfehlen Atemschutzmasken für Kinder an Silvester mittlerweile. Aber was wird mit Kindern gemacht an Silvester? Bub, stell dich in die erste Reihe, da siehst du besser und kannst auch besser schnaufen. So. Und er so, aber ich weiß nicht, Papa, Papi, ich hab Angst. Du brauchst keine Angst haben, der Papa weiß genau, was er tut. Aber die Raketen sind so groß. Das kommt nicht auf die Größe an. Das sagt die Mama auch immer. Was? Nein, du bleibst jetzt da stehen und schaust dir das von hier vorne an. Ich will das gar nicht. Ja, für wen mache ich denn das Ganze? Das weiß ich nicht. Ja, für dich mache ich das. Aber ich möchte das gar nicht. Du möchtest das jetzt, sonst gehst du ins Bett. Ich würde gern lieber ins Bett gehen. Du bleibst jetzt. Und dann wird geschossen. Weißt du? Also, könnt ihr euch noch erinnern, dass man früher manchmal auch selber Raketen zusammengebastelt hat? Hä? So MacGyver-mäßig, man hat einfach ganz unschuldig, weißt du? Aber pass auf, solche Fähigkeiten hat ja heute keiner mehr. Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Ich denke, also bin ich, und das Land der Ingenieure. Aber Denken und Ingenieuren haben wir verlernt. Made in Germany verschwindet immer mehr. Und es liegt an kleinen technischen Details. Der Berliner Flughafen. Nein. Hey, pass auf. Alle Witze wurden über den gemacht. Aber als der nochmal verschoben wurde, als es hieß, ja, wir müssen die Öffnung des Berliner Flughafens nochmal verschieben um ein Jahr, dachte ich mir so, wo? Jetzt möchte ich aber mal eine gute Begründung hören. Also so unterirdischer Vulkan entdeckt, tektonische Erdplattenverschiebung im Check-in-Bereich, irgend sowas. Aber nein, die Begründung war, die Öffnung muss nochmal verschoben werden um ein Jahr, weil die 1286 elektronisch ansteuerbaren Türen am gesamten Flughafen nicht aufgehen. Die automatischen Türen gehen nicht auf. Ich meine, da sagen ja selbst die Österreicher, ja, Türklinken kaufen. Hm? Die automatischen Türen gehen nicht auf. Das hat bei Raumschiff Enterprise vor 50 Jahren schon funktioniert. Wenn bei Raumschiff Enterprise einer auf die Brücke gehen wollte, der ist auf die geschlossene Tür zugegangen, er hatte Vertrauen, weil da stand einer links neben der Schiebetür hinterm Vorhang am Griff, da stand einer rechts neben der Schiebetür hinterm Vorhang am Griff, und wenn der durchging, haben die synchron geschnauft, und er ist ja durchgegangen. Hey, wir haben in Deutschland 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Wir könnten an jede Tür 50 hinstellen. Ja. Kein falscher Applaus. Kein falscher Applaus. Ruhig, ruhig, Brauner. Ruhig, ruhig. Nein, ich meine das ernst. Türöffner, das ist ein Ausbildungsberuf. Erstes leer, linke Tür. Zweites leer, rechte Tür. Nein, du musst den jungen Leuten eine Perspektive geben, verstehst du? Ja, dass die nicht sagen, ja, ich will mich zum Terroristen ausbilden lassen. Terror-Azubi, erstes Lehrjahr, ist Gefährder. Gefährder, das sind die, die schon gefährden dürfen, so, aber noch nicht an die Maschine. Meine Entschuldigung, allein das Wort Gefährder, vor ein paar Jahren kannten wir dieses Wort gar nicht, oder? Ich meine, was war denn früher ein Gefährder? Ein Gefährder war einer, der in der Diskothek Apfelsaftschorle getrunken hat, absolut, oder?
und du siehst es niemand an, ob er ein Gefährder ist. Die sehen ganz normal aus, diese jungen Burschen, oder? Und die Eltern haben uns früher immer gewarnt, wenn etwas gefährlich aussieht, dann musst du aufpassen. Musst du aufpassen, wenn es gefährlich aussieht. Aber umgekehrt, eigentlich musst du sagen, wenn etwas ganz harmlos aussieht, dann kann das eine ganz dunkle, schlimme Seite haben. Bestes Beispiel, 50 Shades of Grey. Wer hat's gelesen? Das ist der Hausfrau, bevor ich da unter den Büchern hab's gelesen. Komm, das müssen mehr Frauen sein. Wer hat's alles gelesen? Das müssen mehr sein. Gefühlt, damals, als dieses erste Buch rauskam, sind alle Frauen rumgelaufen, hat man das Gefühl so, oh, der hat Handschellen, wo, Wellnessfesseln, ja. Is it really? Das ist so unrealistisch. Entschuldigung, wenn euer Mann nach Hause käme und sagt, Baby, ich habe mir beim Obi Handschellen gekauft, hey, dann springst du doch nicht ins Bett, sondern aus dem Fenster, bitteschön. Aber der 50 Grey, mein, der 50 Grey, der war schon, na, der 50 Grey, der war schon so, mein, der war toll, oder? Der 50 Grey, ah, der 50 Grey, ah, keine Ahnung, der Bruder vom 50 Cent. Also, ich habe ja das Buch nicht gelesen. Ich habe versucht, den Film anzuschauen. Aber die, die das Buch gelesen haben, Film gesehen? Ja. Und? Man, er sah schon gut aus, oder? Ne? Aber er war so zart, er sah so zart aus, weißt du, so, wie einer aus der Nivea-Werbung, so zart, so ein Yogi Löw vor 20 Jahren, so ein Sado Löwi, rare, ne? Und sie, aber sie sah toll aus, die Frau war toll, ich fand die super, und die war, pass auf, 21 in der Handlung, 21-jährige Jungfrau, da wird's ruhig, ne? So wie das heutzutage so ist, wenn du 21 bist und richtig geil ausschaust, bist du Jungfrau. Ich meine, wer soll was von dir wollen? Die ganzen Burschen sind auf Pokémon und Wildschweinjagd. Ja? Okay. Aber gut. Und sie war auch so ein bisschen, die war ja vom Land und sie war so ein bisschen naiv, so, oh, Handschellen, du bist aber toll auf Einbrecher vorbereitet. Pass auf, mein Gehirn konnte das nicht verarbeiten. Es fühlte sich abgehängt und ich habe gesagt, ich zepp weg. So. Stunde später dachte ich mir, komm, gib dem Film noch eine Chance. Dann habe ich wieder reingezeppt. Nach einer Stunde. Und ich meine, in dieser Stunde muss wohl etwas passiert gewesen sein. Und ich zeppe rein in diese Stelle, wo er sich ihr offenbart. Wo er ihr sagt, warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Und er sagt, original, ich kann nichts dafür, dass ich so geworden bin, wie ich geworden bin. Damals, als ich 15 Jahre alt war, hat mich die beste Freundin meiner Mutter verführt und hat mich jahrelang als Sexsklaven gehalten. Hey, ich habe in meinem Leben vielen Frauen viel Scheiße erzählt. Aber dafür kommst du in die Hölle, Alter. Bitte. Aber habt ihr gemerkt, wie ruhig es wurde an dieser Stelle? 15 verführt, beste Freundin der Mutter, 6 Sklaven. Es wurde total ruhig. Die Hälfte der Burschen so, strike, yeah. Und die andere Hälfte, nein, nicht die beste Freundin meiner Mutter. Die kriegst du nicht mal auf Frauentausch gehandelt. Und heuer kam ja Teil 3 ins Kino. Ja, 50 Shades of Grey, befreite Lust. Aber ich habe in dem Trailer von Teil 3, 50 Shades of Grey, habe ich eine wunderschöne Szene, also wo ich mir denke so, wow. Also sie kniet nackt vor ihm. Er steht da, hat so eine Reitpeitsche in der Hand und hält ihr Kinn so nach oben. Also. Und dann sagt er zu ihr, du willst also spielen. Und sie, ja, Sir, das ist gelebte CSU. Okay. Ja, nein, man muss natürlich schon sagen, also Bayern ist nicht gleich CSU. Das ist, es gibt da viele, also, oder? Ja, und Bayern, Frauen haben da gar nichts zu melden.
Ich meine, gut, weißt du, ich bin am Land aufgewachsen. In meiner Jugend waren Sexismusdiskussionen seltener als Marienerscheinungen. Und ich weiß, jetzt von der Zeit, MeToo, als plötzlich alle, MeToo, der Sexismus ist da. Mein, jetzt ist er da, der Sexismus ist da. Oh mein Gott, der Sexismus, jetzt ist er da. Jetzt ist er aber plötzlich da. Der war immer schon da. Der war nur so offensichtlich, dass du ihn gar nicht mehr bemerkt hast. Oder? Pass auf, kleine Beispiele. Ich komme vom Bayerischen Land. Wir hatten einen Fußballverein. Und wenn bei uns Heimspiel war, da hingen am Fußballplatz die Eintrittspreise. Auf einem Schild. Gestaffelt und gegendert. Und da stand drauf, Männer 4 Mark, Frauen und Behinderte 2 Mark, Kinder frei. Und die ganzen Behinderten haben sich immer beschwert, wir wollen nicht mit den Frauen in einer Gruppe sein. Alles eine Frage der Perspektive. Es gibt so viele Vorurteile über uns Bayern. Ja? Niemand weiß was über uns. Alle mit so, zieht dein Bayern die Lederhosen aus. Entschuldigung, das ist eine Aufforderung zu einer Straftat. Und eine Lederhose, das ist kein Gaudi-Kleidungsstück. Eine Lederhose, eine echte Lederhose. Ich meine, pass auf, kannst du vergleichen mit einem Kilt in Schottland. Weil, tatsächlich, die Stickereien auf einer echten Lederhose, an den Stickereien siehst du, wo ist der Kerl her? Niederbayern, Oberbayern sogar, aus welcher Gegend der kommt. Das siehst du an diesen Stickereien, also auf unseren Lederhosen. Wenn wir dann Lederhosen machen für die Norddeutschen, die Preisen, dann sticken wir andere Sachen drauf. Da. Aber wir verziehen es schön. So. Eine echte Lederhose, eine echte Lederhose, das ist wirklich, das ist was Besonderes. Ich habe meine Lederhose von meinem Opa bekommen. Und er hat diese Lederhose von seinem Opa bekommen. Lederhosen in Bayern werden weitergegeben über Generationen. Die DNA von Generationen ist in diesen Lederhosen. Stell dir mal vor, pass auf, so eine im Fernsehen amerikanische Krimiserie CSI Munich. Ja, pass auf. Sie finden so einen Toten in Lederhosen und dann kommt der rothaarige Chef rein. Und was passiert? Er wurde getötet. Ja. Und wir haben einen DNA-Abgleich gemacht. Und Ergebnisse? Er wurde getötet von mindestens 15 verschiedenen Personen und alle haben auf ihn drauf gepieselt. Aber wir Bayern können stolz sein im Moment. Wir werden heuer 100. Haben Sie mitgekriegt? Wir werden 100. 8. November 2018, wir werden 100. Es ist gar nichts, oder 100. Ich dachte, wir wären 100.000 oder sowas. Nein, der Freistaat Bayern wird 100. Uns Bayern gibt es schon. Immer. Und uns gibt es. Ja, komm, hey. Wir waren schon da, da waren die anderen noch gar keine anderen. Verstehst du? Ja. Das ist so lustig, weil die Forscher sind sich nicht ganz einig, wann die Bayern genau entstanden sind. Es war im 6. Jahrhundert, habe ich gelesen auf Wikipedia, war plötzlich ein großes Gebiet in Süddeutschland und das hieß Bajuwarien. Und da waren wir plötzlich da. Plötzlich, so. Hochgeploppt, wie in Nagelstudios. Keine Ahnung, wir waren plötzlich ein Riesengebiet. Und ich dachte, vorher sind über die Römer rumgelaufen, dem so ein Römer so, plötzlich, Salve. Wer bist du? Ich bin ich. Und du? Ich bin auch ich. Und du? Und zusammen sind wir mir. Wir sind mir. So ist es entstanden, das Mir-san-mir-Gefühl. Eine Sternstunde der Philosophie. René Descartes. Ich denke, also bin ich. Und der Bayer sagt, mir san mir, also san mir. Das heißt, wir Bayern sind das einzige Volk, das zum Sein kein Denken braucht. Wir
san auch so. Ja. Wir sind Fleischfresser. So werden wir geboren in Bayern. Also du hast erstmal keine Wahl, das ist so. Nein, aber ich bin ein aufgeschlossener Bayer. Ich denke schon nach, ich mache mir Gedanken, verstehst du? Fleisch, Klima. Und wenn Leute sagen, wenn du so viel Fleisch isst, geht das Klima kaputt. Warum? Ja, weil die Rinder so viel pupsen. Echt, ach so. Und als Vater bin ich da ein bisschen verwirrt, weil jeder, der Kinder hat, weiß, wenn Kinder mal so ein Jahr alt sind, dann haben die so eine Phase so von Monaten, ein halbes Jahr, wo die pupsen. Ein Kind pupst eine ganze Rinderherde in Grund und Boden. Weißt du? Aber ich kann deswegen ja auch nicht aufhören, Kinder zu essen, zu machen. Also, machen. Ja? Ja. Auch als Bayer muss ich sagen, versucht, rettet die Umwelt. Global Bayer. Weißt du, ich fahre auch in die Welt. Und ich kann mich, weißt du, so, wenn man, wie gesagt, vom bayerischen Land kommt, du kommst also in Situationen, da schließt sich wieder der Kreis, weißt du, wo man sich überfordert fühlt. Ich habe 1992, war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Hamburg, bei Quatsch Comedy Club aufgetreten, und da kam ich zum ersten Mal auf die Reeperbahn. Als Bayer. Weißt du, so kam ich so, wow, ich bin völlig überfordert. Bunte Lichter, Clubs, laut Ding, an der Ecke, überall standen die Frauen aufgereiht und ich so, wow, die Zeugen Jehovas schauen hier aber geil aus. Und ich habe auf der Reeperbahn etwas gesehen, also, pass auf, also, es gab damals ja noch so Live-Sex-Clubs, so Oldschool-mäßig. Also da wurde quasi auf der Bühne, da haben Künstler oder wie auch immer man die nennen will, die haben auf der Bühne live rumgepoppt. So, die haben Sex gehabt und da konntest du zugucken, Live-Sex-Film. So, ich bin in diesem Club, dachte, ich schaue mir das mal an, diese Show. Und das war der Safari-Club. Und der Safari-Club, was? War jemand schon beim Safari-Club? Yeah! Gut, so. Dann kann ich bestätigen. Der Safari-Club war berühmt durch seine Inszenierungen. Also da wurde nicht einfach auf der Bühne geschickt, gefickt. Nein, es wurde richtig inszeniert. Handlung, Motto-Shows. Und ich hab die Bedienung noch gefragt, und was spielt ihr denn heute? Sagt sie zu mir, wir geben heute Biene Maya. Das ist wirklich wahr. Sie haben Biene Maya gespielt, also in einer Version, die, wo du wirklich sagst, rettet die Biene, rettet die Biene. Ich meine, weißt du, Biene Maya, wir alle, oder? Wir sind auf Biene Maya, die Zeichentrickserie, das war wie Kiffen, weißt du? Und als an dieser 3D-Animationsfilm ins Kino, das ist Crystal Meth, verstehst du? Das ist das einzig Coole von dem neuen Biene Maya-Film. Hat ihn jemand gesehen? Als Papa muss ich mich reingehen mit meiner Tochter. Also das Coolste war Willi, oder? Weil Willi wurde synchronisiert von Jan Delay. Und das war so abgefahren. Weil du hast Willi und Jan Delay gleichzeitig. Hey Maya, hey Maya, eh? Hey Maya, hey Maya, eh? Wir machen den Honig klar, Maya. Und da gab es so eine Szene, wo Willi musste die Ameisensoldaten ablenken, damit die anderen in den Bienenstock können. Und dann hat Willi wusste nicht, was er tun soll, und dann stand er vor denen so, hey, chicka 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 boom boom boom, hey, chicka 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 boom boom boom, hey, so. Nein, wisst ihr, was mein Problem ist? Ich kann seitdem auf kein Jan-Delay-Konzert mehr gehen. Ich war ein paar Wochen später, als ich den Film gesehen habe, war ich hier in München im Konzert im Zenit, und Jan-Delay auf der Bühne fängt an zu singen, wir machen das, und ich so höre nur noch Maya, 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 Maya. Aber gut. Kommen wir nochmal zurück zu Biene Maya auf der Reeperbahn. Ich sitze also im Club, der Bühnenvorhang war noch zu. Der Vorhang ging auf, das war unfassbar.
Die Bühne war wie so eine schlechte Grundschulaufführung. Das war alles so selbstgemachte Blumenwiese, was so Papierblumen und Crepe. Und es war so mein Bild, meine Vorstellung. Nachmittags, die ganzen Zuhälter haben dann die Papierblumen ausgeschnitten, haben das schön hingeklebt, so an die Fahnen, was so. Und dann plötzlich ertönte Gott, also der Karel. Das berühmte Lied. In einem unbekannten Land. Und pass auf. Zu diesen Klängen von diesem Lied, das wir alle so lieben, kam, ich schwöre zu Gott, zum echten, nicht zu Karel, kam von der Decke an einem Seil, haben sie eine dickliche thailändische Transe runtergelassen. In einem gelb-schwarzen Bienenkostüm. Und die hat mit den Armen immer so gemacht, so. War eine Biene wohl bekannt. Und die ist immer weiter runter. So. Und ihr am Schluss, beim Schlusstune, Maja, erzähle uns von. Ist sie. Entweder war das Seil zu lang oder der Typ konnte einfach irgendwann, ich konnte es nicht mehr halten. So. Sie lag auf dem Bauch in diesem komischen Kostüm, rollte sich, hat den Karabinerhaken runtergemacht, ist aufgestanden und ist rumgeflogen. Also so. Und dann, oh, ist das eine schöne Blumenwiese. Sie haben Hörspielkassetten, die Dialoge der Original-Hörspielkassetten zusammengeschnitten, als Soundtrack zu dem, was die auf der Bühne gemacht haben. Oh, das ist aber eine schöne Blumenwiese. Das war so ein absurdes Bild. Eine thailändische Maya, eine, was ist so, eine Thai-Maya, eine Mai Thai. Also es war. Und dann ertönte Willi. Maya! Maya! Es war der echte Willi. Und dann erschien Willi auf der Bühne. In Gestalt eines rumänischen Meisterstechers, auch in gelb-schwarzem Bienenkostüm. Und ich saß da verwirrt, weil ich dachte mir, Bienen tragen den Stachel hinten. Aber ich wollte nicht kleinlich sein, er war es auch nicht. Und er hatte auf dem Stachel einen gelb-schwarzen Filzüberzug. Das sah aus wie eine Socke von einem Spieler von Borussia Dortmund. Willi, Willi, komm zu mir. Oh Maya, ich hab so einen Hunger. Und dann hat Maya so ihr Oberteil runtergezogen. Oh Maya, du hast aber schöne Pollenklößchen. Da kriegt das Wort Pollenklößchen eine völlig neue Bedeutung. Oh Willi, schau, hier unten ist ganz viel Honig. Ja, den Honig, den möchte ich alles ganz weglecken. Hat er dann auch gemacht, war grandios inszeniert, muss ich sagen. Grandios inszeniert. Es sprang noch ein Grashüpfer auf die Bühne. Hüpf. Und ich dachte, wow, Animal Gangbang, jawohl, weil. Es, pass auf. Es kamen noch zwei ganz arme Ameisensoldaten, liefen so mit Speeren. So auf die Bühne, weißt du, die sahen so ein bisschen aus wie Soldaten von der deutschen Bundeswehr, also original, also halt ohne Ausrüstung. Und komm bitte, das ist die deutsche Bundeswehr. Das ist gelesen, unser Puma-Panzer, da bin ich wirklich, denke so, Moment mal, ich dachte, wir sind die besten Panzerbauer. Unser Puma-Panzer, haben sie festgestellt, die Luke oben ist nicht ganz wasserdicht. Auch blöd, oder? Hast einen Panzer und bei Regen kannst nicht aus der Garage fahren. Immer was soll das? Wie willst du denn die Bundeswehr einsetzen, wenn sie wieder heißt, ja, wir müssen im Inneren einsetzen, bei jedem, bei der Krise, hier und da? Ich glaube ja, wenn bei uns in Deutschland irgendwas ist, wo man sagt, wir brauchen jetzt eine Lösung. Wir brauchen eine altbayerische Lösung. Bayerische Traditionen können uns weiterhelfen. Und ich erzähle euch eine wahre Geschichte als Metapher, wie wir Dinge lösen können. Pass auf, ich komme aus einer bayerischen Kleinstadt, Dorfen, Oberbayern. Und da war nie wirklich viel los. Aber 1988, Geiselnahme, Sparkasse, Dorfen. Nein, ist gut ausgegangen, deswegen kann man drüber lachen, Comedy machen, haha, lustig. So. Und es ist so, wie die Geschichte wirklich ausgegangen ist, im Detail, wurde nie ganz exakt von der Presse geschrieben.
hat nichts mit Lügenpresse zu tun, sondern sie haben einfach, sie wollten diese Geschichte nicht verharmlosen. Aber so wie ich sie erzähle, hat sie sich zugetragen. Pass auf, also, 1988 ist plötzlich in die Sparkasse Dorfen ein verwirrter Typ aus Isen reingestürmt. Na, die Isener mochten wir nicht. Und der Typ hat mit einer Knarre rumgefuchtelt. Oh, ich nehme euch alle als Geiseln. Ich möchte 500.000 D-Mark Lösegeld. Ich möchte ein Fluchtauto und ich hätte gern zwei Türken zum Erschießen hier an Ort und Stelle. Das hat wirklich gefordert. Ich meine, ein ausländerfeindlicher Hintergrund konnte nicht vollständig ausgeschlossen werden. Das war eine schwierige Forderung für die Polizei. Die standen da so, hey, haben wir Türken? Nein, es sind Sommerferien. So, der Typ ist immer mehr durchgedreht in der Bank. Und der Mann der Stunde war der zweite Sparkassendirektor. Seines Zeichens auch zweiter Vorsitzender des Dorfner Fischervereins. Was ihn alkoholtechnisch im Vertragen auf den Rang eines Feuerwehrhauptmanns der Freiwilligen Feuerwehr hebt. Dieser Fakt wird noch wichtig in der Geschichte, bitte merken. Der zweite Sparkassendirektor hat dann zu dem Geisel immer gesagt, du, ich merke, das läuft aus dem Ruder hier, willst du nicht mich und den ersten Direktor als Geisel nehmen, die anderen freilassen, wir gehen nach oben in mein Büro und dann kannst du abschließen, überschaubarer Bereich. Er hat sich darauf eingelassen. Die Geiseln freigelassen, sind die zu dritt nach oben, da standen sie im Büro. Der Typ hat aber immer mehr durchgedreht. Der zweite Sparkassendirektor hat dann ganz cool gesagt, du, wollen wir vielleicht zusammen einen Schnaps trinken? Vielleicht tut es gut zum Runterkommen. Weil der zweite Sparkassendirektor hatte natürlich in seinem Büro, in seinem Schrank, immer für besondere Anlässe eine gute Flasche. Taufen, Beerdigungen, Geiselnahmen. So, dann haben die zusammen einen Schnaps getrunken. Das hat dem Geiselnehmer wohl gut getan. Oh, gut. Also, so. Dann haben die noch einen zweiten Schnaps getrunken. Es kam noch ein dritter dazu. So, und der Geiselnehmer hat natürlich nicht gewusst, dass der zweite Sparkassendirektor auch nach dem vierten Schnaps noch nicht mal in der Vorglühphase angekommen war. Wie ist die Geiselnahme geendet? Wir standen alle vor der Bank. Plötzlich Durchsage Polizei. Der Geiselnehmer hat aufgegeben. Das Schlussbild. Und so war es wirklich. Sie haben links auf einer Bahre den Geiselnehmer rausgeschoben, weil er zu besoffen war, dass er nicht mehr gehen konnte. Sie haben rechts den ersten Sparkassendirektor auf einer Bahre rausgeschoben, weil er zu betrunken war. In der Mitte kam der zweite Sparkassendirektor. Sie fixi, glaube ich, brauche jetzt ein Weißbier. That's the Bavarian way. Servus. Dankeschön. Servus. Dankeschön. Yeah.